Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Feed the Beast Infinity Evolve Expert Mode Skyblock. Ich glaube, an diesen Namen werde ich mich nie gewöhnen, einfach weil das so extrem lang ist. So, ich habe heute noch einen Tag hinter mir gehabt, habe hier schon mal was vorbereitet, aber dazu gleich. Ich glaube, ausgehen, ich wollte ja eigentlich das Haus hier fertig bauen, aber dazu ist es noch nicht gekommen. Ich mache jetzt erstmal hier eine wundervolle Erdefarm. Ich meine, hier habe ich schon ordentlich an Erde zusammenbekommen, allein durch die Pumpkins. So, da drüben werden neue Machine Frames hergestellt, weil darum wird es heute auch gehen. Und zwar am Ende haben wir hier 6 Stück drin. Und den Pulverizer und den Redstone Furnace werden wir auch los nachher. So, jetzt aber werden wir uns mal an meinem Problem widmen. Erstmal muss ich, glaube ich, da hinten mal kurz aufräumen, wenn die Monster schon rausglitschen. Wow. Ich habe jetzt schon gedacht, wie. Ich habe schon gewundert, wie voll ist das jetzt hier drin? Aber schön, dass Knochen da sind, also neue Skelette. Weil Knochenmehl ist für mich gerade wichtiger als Diamanten, würde ich schon bald sagen. Weil ich ja mich momentan schon drum kümmere, die ganzen Agricraft Seeds, also die ganze Agricraft Kacke nächstes Mal, auf 10, 10, 10 zu bringen. Das heißt auch alle Pam Seeds. Das heißt, soweit bin ich momentan. Jetzt will ich mal ganz kurz hier wegräumen. So, zack, zack, zack. Zack, zack. Sehr schön. So, wir kümmern uns jetzt heute mal um die Redstone Dendron Seeds. Die hatte ich ja eigentlich schon einmal ge gemacht, damals bei Worldly, aber ich wollte es mal kurz zeigen, wie das jetzt geht. Und davon werden wir auch ein ordentliches Feld mal machen. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal Red Talib und einmal Daisy. Habe ich beides schon auf 10, 10, 10. Daisy und Red Talib, ne? Rote Tulpen. Und hier die Daisy Seeds. Ganz wichtig, wenn ihr die crossbreeden wollt zu den Redstone Dendron Seeds, also zu den Redstone Seeds. Darunter muss Redstone Ore sein. Wie das geht, habe ich in der letzten Folge gezeigt, ne? Also wer es jetzt schon nicht mehr weiß, einfach einmal eine kurze Folge zurückgehen, da geht relativ schnell. Kurzer Tipp, mit Fertilizer kriegt man relativ schnell ein Ergebnis. Das war jetzt gerade eine Niete. Das leider auch. Ah, komm schon. Niete. Redstone Dendron Seeds. Halleluja. So. Und die werde ich jetzt einmal ganz kurz hier identifizieren. Das kann zurück, das kann zurück. Hier kommt die Farbe rein. Mit der Farbe muss ich mal schauen, was ich damit noch mache. So, Redstone Dendron Seeds 555. Da werde ich einmal ganz kurz einmal hoch machen. Na? So. Warum mache ich das jetzt einmal hoch? Damit das einmal hier rüber wuchert. So, und dann kann das jetzt einmal hier wachsen. So. Und dann lassen wir das jetzt einmal so zwischen. Das zwischen dann ausgehen weiter. So, als nächstes habe ich mir überlegt. Wir könnten eigentlich mal ein Builderswand machen. Wer jetzt schon am Lachen ist, ja, mach du dir mal deinen Builderswand. Hast ein Problem? Ja, der Builderswand ist hier verdammt easy herzustellen. Hier habe ich auch mal nachgeschaut, ich weiß immer noch nicht, wie ich die Kohlkuck reinbekomme. Offiziell sollte das so klappen. Aber hier ist ein automatischer Output für Steel und hier für Slag. Da werde ich wahrscheinlich noch eine Trashcan drin machen. So, Steel Rods. Will ich ernst? Ganz ehrlich, wir brauchen momentan kaum Dias. Moment. Und ich werde ja jetzt auch noch anfangen. Wollte ja jetzt heute anfangen, mal hier mit der automatischen Erz-Siebe-Geschichte und so weiter. Meine Wortwahl ist heute wieder legendär. Ich weiß es. Ach, das kann ich so nicht reinschiften. Gut, dann machen wir das einmal so.
So, Wildersrund, wer es nicht kennt, hier kannst du einfach mal so sagen lassen: Jo, Knecht, bau du mal für mich. Ne, dann nimmst du den Lehrling und der baut für dich. So. Dann geht das Bauen hier jetzt auch schon mal eindeutig besser. So und so. Dann machen wir das jetzt mal einmal kurz hier rüber. Sehr schön. Und da kann auch nichts spawnen. Jawohl. Gut. Ja. Oh, hier kann aber was spawnen. Nichts gut. Hier kann aber was spawnen. Okay. Da muss ich das später nochmal drüber schauen. Ich habe keinen Bock, wenn mir die halbe Base um die Ohren fliegt. Und ich muss einmal ganz kurz das Fenster zumachen. Ich habe gerade eine wundervolle Baustelle 2 Meter neben mir. Das finde ich so wundervoll. Ja, hört man doch gerade. So. Was brauchen wir alles für eine automatische Erzgenerierung? Wir brauchen ein Automatic Sieve. Wir brauchen Automatic Hammer. Und Autokompressor. So. Autokompressor brauchen wir 3 Stück von, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Automatic Sieve 3 Stück und Automatic Camera 2. So. Fangen wir mal mit dem Automatic Sieve an. Da brauchen wir Invar, Electrum und Silk Mesh. So. Silk Mesh können wir, glaube ich, herstellen. Die Strings haben wir. Jawohl. Oh, das muss ich auch noch machen. So, 3 Stück und das kann damit zurück. Ja, den kann ich mal kurz raus tun und stattdessen das Rubber reintun. Und der kommt hier in die Werkzeugtruhe, genau wie das Zeug mal. So, muss ich mal später schauen. Ja. Silk Mesh, dann brauchen wir Electrum Gears. 1, 2, 3. Also, Mischverhältnis 6:6. Zack und zack. Gearcast ist drin, jawohl. Und dann holen wir nochmal ganz kurz Lava von drüben. Wir wollen ja nicht, dass der hier leer läuft. Ah, einer kann da noch rein. So, dann brauchen wir eine ordentliche Ladung Invar. Dann mache ich das mal ganz einfach. Zack, zack. Ich kenne da gar kein Pardon, wir brauchen das Zeugende. Zack und zack. So. Automatic Camera haben wir damit auch schon fast fertig. Wir brauchen 9 Iron-Blöcke. 12 Iron-Blöcke brauchen wir, alter Finne. Also heute werden wir Ressourcen raus. So, 12 Iron-Blöcke, tut irgendwie schon weh. Und die Anvils haben wir, sehr schön. Na, wie sieht das mittlerweile hier aus? Ja, da ist schon was gesprossen. Den Kopfstück würde ich wieder haben. So, und das ist jetzt ein 666. Ah, 556, ja gut. So, und da habt ihr gerade gesehen, wir kriegen da Redstone raus. Ja, den Seed behalte ich einmal. Das Redstone kommt auch mal kurz rein. Und jetzt überlegt mal, so ein 5x5 Feld mit 10, 10, 10 Seeds, wo jede Pflanze 4 Redstone gibt. Da kommt was bei rum. Oh, währenddessen kann ich auch nochmal hier. Weil Erde wird auch noch verdammt wichtig für uns. Jawohl, immer schön mehr Pumpkins. Warte, habe ich einen vergessen? Da ist er ja. Ja, hier meine kleine Tierfarm, ne? So. Der ist am Komposten.
es kommt einiges rüber. Wie sieht dann mit Elektrum-Gears aus? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein verkackter Ernst. Eins, zwei, so. Wie man heutzutage Ressourcen verschwendet. Gut. Ja. Wie sieht das hier aus? Die sollten fertig sein. Sehr schön. Einen haben wir sogar über. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja. Haben wir richtig? So, jetzt war ich gerade einen kurzen Hänger. Pulverizer brauchen wir noch. Und zwar genau 6 Stück. Das heißt, wir brauchen Copper Gears. 12 Copper Gears brauchen wir, okay. So, genau. Da ist die Transfernode. Die Elektrogears sind fertig. Das kommt dann dahin. Ah ne, warte. Ja, komm, machen wir einfach so. Und dann sollte das Inva jetzt gleich auch schon fertig sein, oder? Soll schon fertig sein, jawohl. Und dann machen wir noch Nuggets. Machen wir einfach mal so. Das sollte eigentlich sogar schon reichen. Jawohl. Und wir haben 3 Automatic Sieves. So. Das platziere ich jetzt erstmal provisorisch hin. Eins. Weißt du was? Jetzt mach mal hier eine Kobbelfabrik hin. Kommt hier das hin? Sand. Gravel. Aber du doch eins rüber und zwar hier. So. Die brauchen natürlich alles, alle drei brauchen die RF. Und dafür wollte ich jetzt hier auch nochmal weiter Energiekabel rüberlegen. Beziehungsweise auch neue von den Teilen machen, ne? Das wird notwendig sein. So, ich muss jetzt mal ganz kurz was trinken hier, ne? Jute-Meldesaft. Kennst du ja. Ist der Saft, der aus der wundervollen Waschmelone von den Frauen kommt. Boah, Alter, das war jetzt irgendwie ein bisschen weird. Das waren noch 3 Automatic Camera. Ne, 2. Das heißt, ich habe einen Anvil zu viel gemacht. Gut. Machen wir wieder systematische Ressourcenverschwendung. Wobei ein Anvil werden wir bestimmt noch mehr brauchen können. Oder? Metals Chest. Was war das? Was war das? Was war das? Auto Anvil, Automatic Camera. Ah, okay. Das Eisen kriegen wir mit einem Sand wieder. Wobei, Repair könnten wir kriegen. Muss ich mal schauen. Den Anvil können wir auch einschmelzen. Ja, gut, dann schmelzen wir den später ein. Da sind schon mal die ersten Copper Gears. Gut, das kommt dann noch dahin. 12 Flint. 12 mal Flint Eastwood.
Boah, ich hau aber auch heute einen schlechten Namen raus. 6 Redstone Reception Coils. So. Und dann brauchen wir die Pistons. 6. 8. 8 Pisten. Okay. Wood brauchen wir. Acht und acht. So. Acht Pisten, sehr schön. Automatic Camera. Pulverizer. So. Okay, also. Ich glaube, das werde ich mal irgendwie ein bisschen anders machen müssen. Hier ist Gravel, das geht dann hier rein und von da aus geht das hier in den Hammerer. So. Hier ist Sand, das geht hier rein und von da aus in den Hammerer. Und dann geht das hier rein, okay. Ja, ich glaube, hier steht gerade der Bahnhof, also mehr als sonst. Ich habe mir da schon was überlegt. Und damit er nicht so ganz scheiße aussieht, machen wir das mal so. Zack, zack. Zack, zack. Positionieren wir einmal ganz kurz hier da, wo noch was hinkommt. Boah, ich muss auch noch das Ganze. Muss ich auch noch filtern. Oder will ich das filtern? Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. So, wie sieht das jetzt aus mit den Copper Gears? Die sind fertig. Das heißt, die restlichen Pulverizer sind auch fertig. Also. So. Ja, Einstellungssache werde ich wahrscheinlich dann offscreen machen. Was fehlt jetzt noch? Autokompressor. Davon brauchen wir 3 Stück. Das heißt, wir brauchen neues Wood. Ja, einfach hier so Jungle Wood und schmeißen das in die Sammel. Ne, immer alles schön verdeutschen. Und aus einem Jungle. Wow. Ich nehme hier währenddessen mal ganz kurz ein Stück Schokolade. Hm. So, das ist aber auch gut, dass wir den schon mal bekommen. Wir können nämlich aus 8 Sorters können wir einen Compressed Sorters machen. Und daraus können wir dann später Binder Composite machen, wenn wir Stone Dust haben. Oder wenn wir Raw Plastic oder ein Rocket Fuel haben, können wir Plastic Sheets machen. Ja, oder das halt so Charcoal machen. Könnte man aus dem Sorters noch was anderes machen. Ach hier, die Sponges. Ne, SpongeBob, kennst du? Ja. Auf jeden Fall, wir können dann auch Schwämme machen. Oder halt kompostieren, aber das ist Schwachsinn. So, wir brauchen 3 Stück, also 12 davon. Eisen habe ich keins mehr am Manne, dann kann ich das und das mal zurück tun. So. Und die Autokompressoren sind fertig. So, da kann ich einer hier hin, einer da und einer da. So, dann werde ich jetzt sagen, jetzt kommt die Verkabelungsarbeit und das habe ich ja schon mitbekommen, mögt ihr ja immer so gerne, ne? Hm? Da die Folge jetzt eh zu Ende ist, werde ich jetzt einmal hier offscreen alles verkabeln, so wie ich das will. Ja, und das Endergebnis werde ich euch dann in der Folge zeigen. Ich werde auch nochmal genau einmal alles erklären. Aber
Ich habe jetzt irgendwie keinen so wirklich Bock, einmal nur Verkabelungsarbeit hier so einstellen. Die ganze Zeit ist, glaube ich, auch scheiße langweilig. Ne? Komme ich euch mal ein bisschen entgegen. Hab gesagt, mit diesem Projekt will ich mich auch im Let's Play-Bereich ein bisschen verbessern, also wirklich vom Commentaring her und so weiter. Also da sage ich, okay, gehe ich sowas ein. Sowas ist scheiße langweilig, habe ich Verständnis für. Muss ich euch nicht antun. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.